Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spielt mehr Apps und Games. Wir werden heute gemeinsam Frozen Slushy spielen. Da werden wir in unserem Eiswagen richtig coole regenbogenfarbige Slushies selber machen können. Ich bin mal gespannt. Wir starten direkt. Noch lassen die Temperaturen das ja nicht so zu. Wir kriegen einen Anruf. Happy Slushy Express. How can I help you? Hi, I'd like to order a slushy. No problem. Can I have your name and address, please? Oh, sure. This is Angie Smith. My address is number 2 French Street. Okay, wir nehmen anscheinend Bestellung auf und fahren wie so ein Pizzalieferant zu den Kunden nach Hause. Here I come. Look, this is the mini kitchen in our slushy van. See all those fancy cups? Choose your favorite. Okay, wir können hier einen Becher suchen. Mit Punkten habe ich jetzt einen. Und dann können wir Banane, Carambola. Das müssen wir aber allerdings noch holen. Also haben wir jetzt nur noch... Banane, okay. Jetzt machen wir eine neue Geschmacksrichtung. Wobei, das werden wahrscheinlich die Eiswürfel sein. Das ist ja hier nur Wasser und so eine Eiswürfelform. Die Musik ist total abgespaced im Hintergrund. Ab in die Eistruhe. Jetzt wird's kalt. Und unsere Eiswürfel sind gefroren. Jetzt gibt's erstmal hier Banane. Banane rein. Eiswürfel rein. Und jetzt wird das Ganze gemixt. Jetzt haben wir quasi unseren Bananen-Slushy und den können wir dann für unsere Slushies nutzen. Vielleicht wollen wir auch noch zusätzlich Kirsche machen, dann können wir nämlich Kiba, also Kirsch-Banane machen. Dann nehmen wir einfach mal eine andere Eiswürfelform. Diese Smileys oder Emojis. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe jetzt super Lust, so ein Slushy zu trinken. Das ist ja meistens so, wenn man so Koch- oder Back-Apps hat, wo man irgendwelche leckeren Sachen herstellt, dass man dann danach sofort Lust darauf hat, es zu essen oder zu trinken eben auch. So, jetzt wird es erstmal alles wieder gefroren. Oh, das ist aber eine riesige Kirsche. Die ist ja größer als die Banane. Mit Kern sogar. Jetzt die Eiswürfel rein. Und jetzt muss das Ganze wieder gemixt werden. Your slushy will be ready soon. Please be patient.
Jetzt ist unser Kirsch-Slushy auch fertig. Okay, jetzt haben wir Banane und Kirsche. Was können wir hier noch für coole Geschmacksrichtungen? Kiwi haben wir zum Beispiel hier noch. Oder Mango, Minze, Orange, Erdbeer, Wassermelone. Ich glaube, ich nehme jetzt einfach mal Kiwi noch. Da können wir einen Slushy machen mit drei verschiedenen Geschmacksrichtungen. Ab in das Eisfach. Jetzt muss die Kiwi noch geschnitten werden. Ab in den Mixer. Your slushy will be ready soon. Please be patient. Das sieht ja cool aus. Slowly pour the slushy into the machine. Okay, ich würde sagen, das reicht jetzt erstmal, um einen Slushy zu machen. Wir fangen mal mit Banane an. So. Dann kommt Kirsche. Und dann kommt Kiwi. Ich glaube, wir können sogar noch ein bisschen mehr reinfüllen. Boah, so hoch. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr lecker aus. Und wir wollen Wassermelone nehmen. Und ein paar Weingummis. Und ich glaube, damit ist unser Slushy schon fast fertig. Diese Strohhalme finde ich ja besonders cool, wenn sich das dann alles so in so einer Spirale hochdreht. Und jetzt können wir unseren Slushy trinken, wenn wir wollen. Da gibt es aber, glaube ich, Gehirnfrost, wenn man so lange an dem Strohhalm zieht. Das ganze Gefrorene dann. Boah. Kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr ganz viel Eis auf einmal esst. Und jetzt können wir sogar mehrfach denselben Slushy trinken. Oder wir können halt auch, wenn wir wollen, noch mehr Slushies machen. Einfach einen anderen Becher aussuchen, eine andere Geschmacksrichtung und schon geht's los. Wenn euch das
Video bzw. die App gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben geben. Falls wir noch mehr Slushies in allen möglichen Farben und Geschmacksrichtungen machen sollen, dann einfach in die Kommentare schreiben, was ist denn euer Lieblings-Slushy? Was hättet ihr in euren Lieblings-Slushy hineingetan? Einfach auch in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert natürlich gerne den Kanal. Und damit ihr kein Video verpasst, einfach auf das kleine Glöckchen klicken. Bis zum nächsten Mal. Ciao!